So. Tach, da sind wir wieder. So, wie immer nach dem Speichern. Du kommst wieder hier rein. Und ich werde mal dich mitnehmen. Und dich. Wir werden jetzt ein paar Sachen nämlich tun, habe ich beschlossen. Und ich nehme einmal mit... Wobei, nee. Wenn ich Heilung brauche, dann komme ich nochmal zurück. So. So, was machen wir jetzt am besten? Wir sind hier, right. Da drüben sind die Pflanzen. So, wir gehen jetzt erst einmal nach unten. Moment, das war hier lang, ne? Ja, right. Right. Es gab hier ja ein Problem. Right, right, right. Okay, dann müssen wir halt hier lang. Dann gehen wir erst in die Main Hall zurück und über die Main Hall dann nach unten. So. Was war hier nochmal? Rüstungssymbol, okay. Well, 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 well. So, damit müssen wir jetzt in der Main Hall sein, ne? Right, so. Da lang. So, was wir jetzt machen werden, ist nämlich, wir gehen da mal eben rein. In diesen Seitengang und guck mal, was wir da haben. Und ich habe ein... Ich meine, mich erinnern zu können, dass da jemand lag. Und mit jemand meine ich einen Zombie. Kein Zombie? War hier wirklich niemand? Oh. Okay. Komm näher. So, der steht nicht mehr auf. So, damit haben wir auch wieder einen Platz frei im Inventar. Okay. Ich war mir absolut sicher, dass hier eigentlich ein Zombie... Genau so. Ich meine, mich erinnern zu können, es sah eigentlich im Originalspiel so aus. Genau so, wie er jetzt liegt. Genau so. Aber gut, dann haben sie es halt jetzt mit einer kleinen Cutscene gelöst. Okay, macht nichts. So. Die Hundeflöte musste ich... Ups, musste ich oben verwenden, ne? Da. Da oben auf dem Balkon musste ich die Hundeflöte verwenden. Hä? Oh. Oh, wie schön. Okay. Rüber mit uns. Huch. Und jetzt mal so ganz ohne Witz, ne? Eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Unter anderem, wann ich diese Uhr hier benutzen kann. Nein, hör auf damit, Jill. Okay. Aber die andere ist... Wo ist Barry Senpai? Bin ich echt der Einzige, der Barry Senpai vermisst? Oh, wait a minute. Wait, nochmal zurück. Nochmal zurück. Wie viele Plätze habe ich? Zwei? Zwei. Müsste reichen. Nochmal zurück. Nochmal zurück. So, du da. Ja. Okay,
Okay, wir lassen den doch nochmal hier. Ich habe eigentlich gedacht, der Schlüssel könnte sich ja dahinter befinden. Aber den mussten wir irgendwo einfügen. Das Emblem mussten wir irgendwo einfügen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr wo. So, wo war die Treppe nach oben? Hier. Hier lang. Keines liegt da immer noch. Soll er ruhig. Oh, warte mal. Kommen wir jetzt nicht in den Raum mit den ganzen Raben? Ja. Und ich habe immer noch Angst vor den Viechern, deswegen. Aber ich meine, es war so, dass wenn ich langsam an denen vorbeigehe, nichts passiere. Ich glaube, wenn ich schnell laufe, schrecke ich sie auf. Irgendwas war mit den Raben in dem Spiel. Ich weiß nur nicht mehr, was es genau war. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal so, wie ich es denke. Okay. Wo ist der Typ, der hier aufgestanden ist? Naja, solange er mich nicht nervt. So, wenn wir hier runtergehen, kommen wir zum Balkon. Aber was ist hier? Waren wir hier schon drin? Ach ja, das war der Kack. Wir haben immer noch nicht das Replika. Ich vergesse aber, dass das dieser scheiß Raum ist. Ich weiß nicht warum. Ich weiß echt nicht warum. Warum ich ständig vergesse, dass das dieser Raum ist. Ich habe keine Ahnung. So, da könnten wir jetzt durch, wenn wir wollten. Aber bringen würde es uns, glaube ich, nichts. Doch, würde es. Okay. Gehen wir hier lang. So, hier habe ich mich ja um alle gekümmert, ne? Hier müsste auch niemand mehr rumliegen. Oder habe ich unten noch jemanden liegen lassen? Ich meine nicht. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert, sobald wir die Hundepfeife blasen. Eine Münze. Ach. Schlüsselimitation. Ach nee. Ach nee, ein Replika. Sieh mal an. Liegt hier noch irgendwas rum? Ich sehe, glaube ich, nichts. Hier irgendwas? Nein. Wo komme ich denn da jetzt rein? Ach nee, sieh mal einer an. Na, sieh mal einer, guck. Na, dann holen wir uns nochmal den nächsten Schlüssel, würde ich sagen. Habe ich irgendwas, was ich auf die Tour? Ja, ich sollte die Hundepfeife loswerden. Die brauchen wir nicht mehr. Ich frage mich halt. Oh. Oh, ja, gut. Ich frage mich halt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich glaube, es ging um die Hundepfeife. Und da ich die jetzt nicht mehr habe, ist meine Frage eigentlich irrelevant. Gut, dann holen wir uns jetzt doch mal den richtigen Schlüssel. Was haben wir denn hier überhaupt? Ein Helmsymbol. Hm. Weil wenn wir dann wieder einen Schlüssel haben, könnten wir weitere Dimensionen erforschen, ne? Also, das Gebäude. Nein, da lang. Chill.
Das ist der Raum. Hier. Kakonk. Guten Tag. Hallo, 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 hallo. So. Möge wir dieses Symbol nimmt Frieden im Tod finden. Hausschlüssel, ich kann ihn nicht untersuchen. Oh no! It's a trap! Wer baut sowas? Hier müsste sich zurückbewegen. Ja, hat er auch. Gut. Okay. Von wegen Frieden im Tod. So, gucken wir doch mal. Ist das der Rüstungsschlüssel? Ja. Na denn. Dann müsste ich ja eigentlich in der Lage sein, diese Tür hier zu öffnen. Ne, es ist ein Helmsymbol. Ja, super. Okay. Okay. Jill, 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 Jill! Arbeite bitte mit mir. Umso schneller kommen wir hier aus dem Haus wieder raus. Vielleicht. Man muss sich halt immer wieder fragen, wer baut so einen Scheiß und wer designt solche Kniffe in seinem eigenen Haus. So, hier war ein Helmsymbol, wenn ich mich richtig erinnere, an der Tür, ne? Ich meine, das war ein Helmsymbol. Rüstungssymbol brauchten wir definitiv auf der anderen Seite. Hallo? Oh, hallo! Was machen Sie denn hier? Yes, if. Na denn? Brauchen Sie jetzt nicht. I disagree. Ah! Okay. Das war interessant. Ja, Helmsymbol. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Weil hier am Ende war, glaube ich, auch eine Tür, die wir öffnen hätten können. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Schlüssel das war. Halt mal, ich wollte hier noch was überprüfen. Mir ist nämlich nach der Aufnahme was eingefallen, weil... Das war der Raum mit dem Serum, oder? Genau, weil... Ist hier nicht ein... Eine alte Schreibmaschine. Ein zerwühltes Bett. Weil ich meine, es gab hier ein Journal, was ich hätte lesen können. Das Ding hier an der Wand? Nein? Okay, dann haben sie es rausgenommen. Okay. Weil ich meine, es gab hier das Tagebuch des Hausmeisters, des Hauswarts, irgendwie sowas. Und das war eigentlich eins meiner Lieblingsschriftstücke. Damn, my boy. Aha. Den Raum hatten wir leer gelootet, ne? Aber da war noch ein Kerosinfässchen. Und ich glaube, wir konnten das noch einmal verwenden? Fragezeichen? Es ist nur noch wenig. Ja. Es ist kein Kerosin mehr übrig, okay. Ja, hier war die Broken Shotgun. Okay. Der Raum ist dann endgültig leer. Was haben wir denn hier hinter? Oh. Wo sind wir hier? Okay. Hallo? What?
Oh. Oh, ich sehe den Schatten. Du bleibst aber draußen, oder? Ich wette, der kommt gleich raus. Oh. Ach, sieh mal einer, guck. Oh. Ja, gut. An diese Tentakelviecher, also prinzipiell habe ich nichts gegen, aber das Problem ist, an die sollten wir nicht zu nah rangehen. Sorry, Jill. Tut mir echt sehr leid. Kein Tentakelporn für dich dieses Mal. Ich weiß, es macht dich sehr, sehr traurig. Okay. Hier müssen wir nochmal zurück mit der, Chinekoi. Wird er aggressiver mit dem Scheiß? Ich weiß nicht, ob er reagiert. Da hinten ist ja noch einer. Holy shit, das sind zwei. Okay. Holen wir eben die Chemikalie. Und machen unser Inventar, soweit es geht, leer, weil da sind sehr viele Kräuter. Ich traue diesen Fenstern immer noch nicht. Oh, diesen Fenstern echt keinen Millimeter. So. So, was könnten wir denn mal ablegen? Fürs Erste den Schlüssel. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Und die Pumpgun bräuchten wir eigentlich auch nicht. So, machen wir das so. Jetzt bin ich doch gerannt. Naja. Okay, bevor wir dann darunter gehen, machen wir das hier erst fertig. Ja, guten Tag. Guten Tag, Zombies. Wie ist denn das Wetter da draußen? Mal schauen, ob wir die Chemikalie upgraden mussten. Weil ich meine schon. Ich meine, wir mussten die irgendwie verändern. Schauen wir mal. Oh, offenbar nicht. Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter? Rot? Es tut mir so leid, Jill. Aha. Todesmaske. Davon haben wir gelesen. Wir brauchen 4 Stück davon. Liegt hier irgendwas? Nö. Okay, dann holen wir uns mal das ganze Kraut hier. Kraute die Krautkraut. So viel Kraut. Darf ich mich übrigens gerade mal selber loben? Ich bin vielleicht langsam im Vergleich zu vielen anderen Spielern. Was einfach daran liegt, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Also eigentlich gar nichts mehr. So ziemlich. Aber ich finde, ich stelle mich, was den Schaden erleiden angeht, ziemlich gut an. Sie sind weg. Oh, so I thought!
Oh, super, sie liegen übereinander. Das heißt, wenn ich einen anzünde, könnte ich damit beide anzünden. Ja, sie fackeln beide ab. Bring out the Marshmallows. Okay, cool. Das hat super funktioniert. So, einen Platz habe ich. Deswegen will ich nochmal gucken, was wir hier so haben. Hallo. Wir haben den Schlüssel nicht. Das ist eigentlich eine, ist es nicht so geil, jetzt weiterzugehen eigentlich. Wenn schon, dann sollten wir den Schlüssel dabei haben. Aber nochmal, ich finde, ich stelle mich nicht so nicht so ganz dumm an. Ich glaube, da gibt es Leute, die sind wesentlich, wesentlich unbeholfener. Hat das alles seinen Vorteil, wenn man das schon mal irgendwann gespielt hat, das Spiel, ne? So. So, du bekommst ein Special Place. Und zwar hier ganz unten. Die Heilung habe ich mal hier hin. So, und dann nehme ich den Hausschlüssel mit. Ja. Das hat gerade echt viel Munition gekostet. Aber ich meine, gut. Na gut. Jetzt habe ich es mal ausprobiert. Ohne Pumpgun, war eigentlich total dumm. Was war das gerade für ein Geräusch? War das im Hausflur? Ich habe gerade irgendwas Lautes gehört. Bäh! Jill! Okay, hier hätten wir keinen Schlüssel gebraucht. Ich glaube, ich weiß, welcher Raum das ist. Okay. Nehme ich. Vielen Dank. Die Tür wird von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Tagebuch des Wächters. Ach, hier liegt das jetzt. Oder lag das schon immer hier? Keine Ahnung. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias. Alias? Ist das ein Name? Na gut. Von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Mit Scott und Alias von der... Ist Alias echt ein Name? Na gut. Steve räumte ab. Aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. Toll! Schön! 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Er ist ein Monster, was er nicht identifizieren kann und er füttert es einfach. Mein Gott. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an. Also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist es ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Du hast die Hunde 3 Tage nicht gefüttert? Kein Wunder, dass die Hunde so still waren. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt. Ich schwitze ständig.
Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Finger weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt, juckt. Scott kam hässlich, hab ihn gefressen. Lecker. 4. Juckt. Lecker. Nein, 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 nein. Die Kamera hat mich gekillt. Fast. Okay. Schade. Mein Dolch werde ich nicht wiederkriegen. Aber der kann jetzt sogar liegen bleiben. Batteriepack. Na gut. Ist hier Kerosin? Nee. Ich glaube, auch in den Raum müssen wir nie wieder rein. Von daher kann der liegen bleiben. Aber ich kannte diesen Raum noch. Ich bin mir absolut sicher, der andere wäre aufgestanden in dem Moment. Tür aufgeschlossen. Nice. Den einen Raum haben wir leer gelootet. Ja, aber den Gang offenbar noch nicht. Der führt wieder auf den Eingang zurück. Achso, das hier kann man durch. Okay, ich habe 9 Dagger, passt schon. Hallo. Was haben wir denn da? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. What you don't say? Blau und gelbes Licht. Ich weiß, was das heißt. Zur Erinnerung, wir haben einen blauen Edelstein. So, scheint ja safe zu sein hier. Ja. Ich bin aber trotzdem. Ich habe trotzdem so ein mulmiges Gefühl, wenn ich da durchrenne. So, da wir gerade kein Kerosin haben. Soweit ich weiß, haben wir bisher alle Tanks geleert. Kannst du auch erstmal hier wieder rein. Gib mir dafür den blauen Edelstein mit. Mal schauen, was wir da so rauskriegen, ne? Das ist bestimmt was ganz, ganz Feines. Munition. Hoffentlich Munition. Hoffentlich Munition. Schauen wir doch mal. Yes! Yes! Shotgun Shells! Danke sehr, oh allmächtiger Tigergott. Wie ist nochmal dieser eine Tigergott? Babanga? Banga? Bashanka? Bashkir? Irgendwas mit Bar. In Ordnung. Wo müssen wir hin? Schreibmaschineninventar. Wait a minute. Wieso ist da jetzt auf einmal, dass ich da nicht drin war? Schreibmaschineninventar. Wieso, hä? Ich denke, wir müssen mal rüber zur anderen Seite. Und dann müssen wir gucken, wo wir den Schlüssel hier überall verwenden können. Untergeschoss. Untergeschoss, wie sollen wir da denn hinkommen? Ja, das da unten ist ja die Küche. Naja. Wir gehen erstmal zurück zum Safe Room.